Hallo, liebe Studierende, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung Big Data Engineering. Datenjournalismus machen wir heute. Das ist eine sehr spannende Entwicklung, die es in den letzten Jahren gegeben hat und ein bisschen was verändert hat im Journalismus, wo man sieht, dass sich Informatikkonzepte immer mehr auch viele Bereiche durchdringen und auch den Journalismus. Und das hat auch viel mit Datenmanagement zu tun und Datenbanken, wie wir heute sehen werden. Also, wir machen wieder diese Struktur, die wir mal gemacht haben. Konkrete Anwendungen, dann was sind die Datenmanagement- und Analyseprobleme dahinter, dann machen wir Grundlagen, Folien, Jupyter und dann wieder den Transfer, beziehungsweise den Transfer auch schon mal ein bisschen eingewoben hier und da, wo es passt. Ein paar Beispiele dazu. Also ich gebe eine kleine Einführung, ein paar Screenshots, zeige Ihnen gleich eine Menge Webseiten. Es gibt unendlich viele Beispiele in diesem Bereich für Datenjournalismus. Ja, ganz tolle Sachen. Ich zeige Ihnen nur mal ein paar Highlights, was die letzten Jahre, was ich so gesehen habe. Es gibt natürlich noch viel mehr. Hier ist ein Beispiel. Grundidee ist, dass es hat schon immer das natürlich gegeben, dass Journalisten Berichte geschrieben haben in der Zeitung oder jetzt online und das irgendwie mit Daten vermischt haben. Und bei Datenjournalismus sieht man das jetzt immer stärker. Ja, also nicht nur, dass man jetzt die Bundesliga-Tabelle zeigt oder Europameisterschaft und irgendwer hat, was weiß ich, 2 zu 3 gespielt. Und das, also nicht nur, dass da irgendwelche Zahlen da sind, sondern wirklich komplexere Darstellungen. Hier ein Beispiel für einen Bericht über den Klimawandel von 2018 war das. Der nächste Hitzerekord kommt bestimmt. Ja, gestern war in Kanada. Ja, und da sieht man hier, sind nicht nur statische Bilder eingebunden, sondern ich habe sogar diese Mouse-Over-Funktion. Ich kann hier rübergehen, dann kann ich mir die einzelnen Punkte anzeigen lassen. Vielleicht kann ich ein bisschen reinzoomen, dann wird das ein bisschen interessanter. Natürlich soll ich jetzt abonnieren, mache ich aber nicht. So, ne? Und dann kann man hier die einzelnen Punkte angucken, wann, wo was gemessen wurde. Und hier, so, hier genauso. Ne? Also es ist wirklich ein bisschen so eine leichtgewichtige, in diesem Fall leichtgewichtige Analysefähigkeit eingebaut in den Artikel selbst. Was ich natürlich in der Zeitung nicht so machen kann. Da hätte, also in der gedruckten Zeitung hätte ich natürlich nur irgendwie so ein Bild. Ne? Genau, hier auch nochmal im großen Stil. Dann kann ich da teilweise auch irgendwie rumklicken. Je nachdem, was ich da machen will. Ne? Hier kann ich Sachen auswählen und so weiter und so fort. Hier wird sogar noch irgendwas hübsch animiert. Also das wertet natürlich, es macht die Daten leichter zugänglich für ein größeres Publikum. Ich kann selber damit spielen und das ist ja auf eine Art dargestellt, was sagen wir mal, ein bisschen vorgebildetes Publikum natürlich verstehen kann. Das ist nichts für die Bildzeitung, aber für die Zeit ist das okay. Ja? Ich denke, da kann man erwarten, dass die Leser da ein bisschen so Daten interpretieren können. Ja, das ist ein Beispiel dafür, wo wir gerade bei Klimawandel sind, so das beste Beispiel für Visualisierung. Das ist jetzt nicht unbedingt Journalismus, das ist mehr Social Media. Wenn Sie mal gucken wollen, Scott Duncan, das ist ein Meteorologe aus Schottland, der Name ist Programm. Der macht eigentlich so die besten Grafiken für Klimawandel, wenn Sie da mal reingucken wollen. Ich habe nichts gesehen, was das hier toppt. Gestern gab es da diesen Hitzerekord in Kanada. Also auch dann so Animationen zum Beispiel, Vorhersage über wie warm wird es wo, dann dreht sich der Erdball noch und irgendwas fliegt durch die Gegend. Also ganz großartig. Der hat auch irgendwie eine Bibliothek dazu geschrieben, die man irgendwie benutzen kann. Kannst du mal reingucken. Ja, weiteres Beispiel. Ich habe hier unten auch immer jeweils die Links auf den Folien. Ist natürlich, Pandemie, Covid. Das ist was ziemlich bekannt wurde letztes Jahr von einer Financial Times, der Mann heißt Murdoch, wenn ich ihn richtig ausspreche. Das ist hier so ein Artikel dazu. Das ist eine statische Darstellung gewesen. Es gibt, glaube ich, auch hier dynamische Darstellungen. Und da hat man hier zum Beispiel die Inzidenzen für verschiedene Länder aufgezählt. Also hier Test, wer positiv getestet wurde. Ja, wie viele ICUs sind, glaube ich, Intensivstationen-Patienten. Und die Todeszahlen und so weiter und so fort. Und wenn man diese Zahlen sieht, wenn man diese Visualisierung sieht, das sieht schön aus, ha, ich kann das vergleichen, super, aber Sie als kritischer Informatiker oder Data Scientist, das Erste, was Sie machen müssen, ist das Zeug zu hinterfragen. Beispiel Covid, ja, in Deutschland war zum Beispiel das Problem bei diesen Zahlen, es wurden Inzidenzen nur gezählt durch positive PCR-Tests, gerade letztes Jahr, und es war sehr schwer, so einen Test zu bekommen. Das heißt, die Zahlen für Deutschland waren zumindest letztes Jahr so, dass es eigentlich nur eine untere Schranke war. Ja? Also, wenn Sie mal rumgehört haben und versucht haben, selber einen Test zu bekommen, wie schwierig das war, ja, einen Test zu bekommen. Sie mussten eine Kontaktperson nachweisen. Ja, die musste positiv getestet sein und dann konnten sie irgendwie mal einen Test bekommen. Und wenn sie dann positiv getestet wurden, dann wurde das ans Gesundheitsamt übermittelt und dann wurde es irgendwie gezählt.
Das ist natürlich kompletter Mist, ja. Das tritt alle statistischen Prinzipien mit Füßen und führt dann natürlich zu der Schwierigkeit, diese Zahlen zu interpretieren. Der richtige Umgang wäre hier zum Beispiel gewesen, eine Stichprobe zu ziehen, eine echte Stichprobe. Das macht man zum Beispiel bei Wahlen. Man ruft 1000 Leute an, zufällig, fragt die, was die wählen wollen. Und dann kann man statistisch zeigen, dass das eine saubere Sache ist. Kann man wiederholen. Könnte man hier bei Patienten auch machen, da braucht man ein paar mehr. Mal einen Artikel von einem Bioinformatiker gelesen, der meint 3000 Leute zufällig fragen, zufällig testen, dann hätte man vernünftige Zahlen. Hat man nicht gemacht, macht man immer noch nicht, meines Wissens. Das ist natürlich ein Desaster. Also man muss immer gucken auf solche Zahlen. Die Grafik ist schön, aber immer hinterfragen. Immer fragen, ja, wo kommen die Daten her? Wie ist denn das gemessen? Was ist denn das für ein Wert? Wie sind die Daten zustande gekommen? Das wird leider oft vergessen. Ne? Also gerade auch im Performance-Bereich, sage ich jetzt mal, in der Informatik, da wird immer gesagt, hey, hier ist ein Graph, das alte System ist langsam, meins ist ganz schnell. Ja? Immer die Daten hinterfragen, immer fragen, hey, wie ist es zustande gekommen? Wie hast du gemessen? Was sind denn überhaupt die Annahmen, die du gemacht hast? Ne? Das ist so eine wichtige Sache, die man bei all solchen Daten machen muss. Ja, ein Beispiel dafür, das war Covid. Dann hier, das sind Wahlen, Wahlergebnisse für ganz Europa. Auch ein sehr, sehr schönes Beispiel wieder aus der Zeit. Also was kann man hier machen? Ja, das ist der Artikel, das kann ich hier direkt drüber, Mouse over und krieg für jeden Landkreis hier, nehme ich an, das Ergebnis. Kann hier auch reinzoomen, also habe hier eine interaktive Karte. Mal gucken, ob wir Saarbrücken finden. Das sieht mir aus wie Luxemburg, Völklingen, Saarlouis. Wenn Völklingen da ist, muss doch Saarbrücken, kann nicht so weit sein. Hier ist Saarbrücken zum Beispiel und kriegt dann hier angezeigt, wer hat was, wie, wo, wann gewählt. Ja? Und das ist natürlich großartig. Also Sie haben hier eine komplette Datenbank, die ich interaktiv abfragen kann. Ne? Dann stellen Sie sich natürlich, wenn Sie sowas mal entwickeln müssen, technische Probleme. Ja? Wo liegen denn die Daten? Ne? Liegen die noch im Server? Oder schicke ich die Daten einmal komplett zum Client, zur Webseite. Also bei solchen Daten zum Beispiel ist offensichtlich, würde ich direkt zum Client schicken. Das ist Peanuts, was sie durch die Gegend schicken. Diese paar Wahlergebnisse, ein paar Megabyte. Das liefern sie einmal aus und gut. Und dann haben sie halt in ihre Webseite dynamisch was eingebaut, was diese Daten anfragen kann. Das kann eine kleine Datenstruktur sein, das kann eine Datenbank sein, je nach Komplexität von dem, was sie machen wollen. Es kann aber auch Fälle geben, Google Maps ist so ein Beispiel. Ja. Sie können nicht die ganze Karten von Google Maps ausliefern. Da müssen Sie interaktiv mal fragen. Also Sie können ein bisschen mehr schicken vielleicht, aber Sie können in keinem Fall alles zum Client schicken. Ja. Da müssen Sie irgendwie ein bisschen überlegen, wann Sie was anfragen. Das sind so Probleme, die Sie dann typischerweise haben. Ne. Was man dann hier gemacht hat bei diesem Artikel war, okay, ich habe hier so eine tolle dynamische Karte und dann hat man unten, wird dann da tiefer reingegraben, da werden dann Effekte erklärt, da werden Korrelationen gemacht. Ja, und da erklärt der Journalist dann irgendwas, was er gesehen hat oder versucht, Ergebnisse zu erklären und so weiter und so fort. Hier haben die dann Screenshots gemacht, könnte natürlich auch eine dynamische Karte sein. Ja, das ist ein weiteres Beispiel. Dann, das hier ist was, das geht mehr in die Richtung von dem, was wir heute technisch angucken wollen, die Paradise Papers. Also es gab verschiedene Veröffentlichungen von Leuten, von Journalisten. Das waren dann immer so Zusammenschlüsse von Journalisten, große investigative Tageszeitungen, Süddeutsche, New York Times, Spiegel und international noch ein paar andere dazu. Die haben sich zusammengetan, die haben irgendwelche Daten bekommen, Sachen recherchiert. Das ist, glaube ich, inspiriert von, wie hießen die Ideen? Da gab es vor 50 Jahren gab es Pentagon Papers, Vietnamkrieg. Ich glaube, seitdem heißen diese Veröffentlichungen alle Papers. Das waren die Paradise Papers. Und da ging es um Verpflichtungen bestimmter Firmen, und illegale Aktivitäten bestimmter Firmen. Und wenn man sich das mal anguckt, gehen wir mal wieder auf die Webseite. Hier ist die Webseite, ich glaube, ich habe es schon vorgeladen. Ne? Ich meine, auch das ist jetzt auch so ein Webseitendesign, so mit Fortschrittsbalken, ja, und dann hier auch. Also sehr gutes Storytelling, wenn Sie sich das mal durchlesen. Ja, da wird die Geschichte erzählt. Denn es geht schon fast so ein bisschen Richtung. Also nicht ganz Dokumentarfilm, es gibt Beispiele auch, dann scrollen Sie die Seite runter, dann kommen verschiedene Videos, dann kommt ein Schnitt, ja, dann kommt wieder was erklärt, dann kommt, also es gibt so einen fließenden Übergang. Ist schon sehr aufwendig und sehr toll gemacht. Ne? Irgendwelche Animationen, ja, die jetzt nochmal den Text unterstützen. Ja, das ist schon sehr gut gemacht. Ne? Und irgendwo sind dann auch die Daten. Hier geht es in diesem Beispiel nicht so sehr, dass ich die Daten in die Seite einbaue und visualisiere, sondern das hier ist mehr so ein Ding. Hier wurden
bestimmte Analysetechniken benutzt, um diese ganzen Zusammenhänge aufzuzeigen. Also, dass irgendeine Firma jetzt Geld verschiebt in irgendwelche Steueroasen, um da fast keine Steuern mehr zu zahlen, was ja bei großen Firmen öfter mal vorkommt. Ne? Das haben die hier halt auseinandergedröselt. Und dann gibt es vielleicht mal einfache Graphen hier, okay, aber letztendlich war hier die entscheidende Analyse, mal diese ganzen Zusammenhänge aufzuzeichnen. Also Sie kennen das vielleicht aus dem Krimi, wenn Sie sehen, da ist der Kommissar, der hat dann so eine Wand, eine Tafel, da sind die Fotos von den einzelnen Personen und da werden immer so Bindfäden gezogen, so Striche gezogen von Person A nach Person B. Ja? Genau das haben die hier gemacht. Ja, nur diese Bindfäden, das waren Kanten in einem Graph und die Fotos waren natürlich die Knoten. Das heißt, sie haben irgendwie so einen großen Graph gemacht mit den ganzen Zusammenhängen und dieser Graph war irgendwann so groß, dass sie gesagt haben, nee, so eine große Tafel gibt es gar nicht, wir müssen das irgendwie mal im Computer bringen und das haben die gemacht und das gucken wir heute an, wie das geht. Ja, schauen Sie sich ein Beispiel mal an, gibt es ganz viel. Also wie soll man das definieren, Datenjournalismus? Naja, also irgendwie Erstellung von Artikeln mit Hilfe von Datenanalysewerkzeugen beziehungsweise das teilweise Einbinden dieser Werkzeuge in den Artikel selbst. Stichwort Visualisierung. Und wenn man darüber nachdenkt, naja, Einbinden von Datenanalyse in Text, Moment mal, das hatten wir doch schon. Nämlich, wir haben ja Jupyter Notebooks angeguckt. Was sind denn Jupyter Notebooks? Kurz die Pause. Jupyter Notebooks sind ja auch nur eine Vermengung von Hypertext, Markup und Codefragmenten und die Ausgabe dieser Codefragmente, die ja wieder auch grafisch sein können. Es geht ja schon sehr stark in die Richtung, was man hier sieht in so einem Jupyter Notebook. Also das ist ja schon was, also früher, was weiß ich, vor 5, 6 Jahren, als kein Mensch Jupyter gemacht hat und wir zumindest nicht, ja, da hat man, wenn man Programm gezeigt hat, dann hat man halt die IDE aufgemacht oder einen Texteditor. Und hat das Programm gezeigt, dann hat man irgendwo anders den Compiler loslaufen lassen, hat es kompiliert, okay, bei Python jetzt nicht, hat es dann ausgeführt, interpretiert, Interpreter und dann kam ein Ergebnis raus. Das waren irgendwie so verschiedene Fenster. Und das ist ja hier viel, viel stärker integriert. Also fließen der Code und Hypertext schon sehr stark zusammen. Und das sieht man eigentlich bei diesen Journalismus-Geschichten auch. Ja, da fließt ein Hypertext und Code auf einmal zusammen. Hypertext als nicht nur als ich schreibe was hin und formatiere es noch hübsch und mache ein paar Bildchen rein, sondern das sind noch Anbindungen an Systeme, an Datenanalysewerkzeuge, an Visualisierungsbibliotheken, die diesen Text viel stärker, diesen Text als, der Text ist so eine Art Klebstoff, ja, um diese ganzen Systeme herum. Ja, und da ist Jupyter eine Technologie, um das zu machen, aber es gibt natürlich viele andere. Ich kann alles machen, was im Web läuft. React, HTML, JavaScript, Flutter, Django, you name it. Ja? Was auch immer Sie denken, die richtige Technologie ist, können Sie nutzen, um halt so eine dynamische Webseite zu erstellen. Genau. Und das sieht man auch zum Beispiel in der Forschung, ist auch ein Riesenproblem, vielleicht nochmal als Fußnote. In der Forschung ist es so, wenn Sie ein Papier schreiben wollen, dann machen Sie ein PDF. Ja? PDF, statisches Dokument. Orientiert sich daran, dass es irgendwie mal eine Seiten gab, die man ausgedruckt hat früher. Deswegen heißt es ja auch Papier. Wir schicken ein Papier, a paper, zu einer Konferenz. Das ist natürlich ein Antagonismus völlig in die Jahre gekommen, weil warum muss denn ein Papier die heute noch diese Form haben? Es gibt viel geeignetere Medien, Wissen auszuliefern, auch mit dynamischen Inhalten. Und da gibt es jetzt tatsächlich auch Journals, die das machen, ja? die es Autoren erlauben, nicht ein PDF zu schicken, sondern eine HTML-Seite, die super dynamisch ist. Es gibt geniale Beispiele, habe ich jetzt vergessen vorzubereiten. Ich kann es noch gleich mal rausfummeln und Ihnen nach der Pause zeigen. Ja? Das ist ein ganz tolles Beispiel im Machine Learning-Bereich. Also, wie gesagt, die Grundidee ist hier immer die gleiche: Text, dynamische Inhalte und Datenanalyse fließen hier zusammen zu einem Produkt und das ist eine tolle Sache. Ja, so, jetzt gucken wir mal an, was sind denn die Datenmanagement- und Analyseprobleme dahinter? Also bereits geklärt haben wir eigentlich, wie modellieren wir Daten, wie stellen wir Anfragen an Daten, zumindest wenn es so um ER geht, relationales Modell, relationale Algebra, SQL, können wir alles, haben wir gemacht. Gut, so. Aber was gibt es denn noch für Fragen hier? Das eine neue Sache ist, wie ist denn das, wenn die Daten grafisch sind? Ich habe so einen Graphen. Wie mache ich das? Wie verwalte ich den Graphen? Mit einem relationalen System oder auch nicht.
nämlich so ein anderes System dafür, funktioniert SQL noch, ja oder nein? Das gucken wir an mit diesen beiden Fragen, also wie verwalten, wie modellieren, wie anfragen und dann nächste Woche noch so ein bisschen Frage 3, wie visualisieren wir die Daten? Unendliches Thema. Also das ist, wird im Datenbankbereich eigentlich weniger angeschaut. Ja, also das ist auch ein Thema, was sehr hip geworden ist jetzt durch Data Science. Im Data Science-Bereich bekommt man immer wieder das Problem, dass man Daten visualisieren muss und auch auf eine Art und Weise, die über Datenbanken hinausgeht. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Eigentlich was für eine extra Vorlesung. Ne? Vielleicht, ich habe ein paar Beispiele gezeigt, vielleicht machen wir nächste Woche noch ein paar. Aber was aus Datenbanksicht viel interessanter und wichtiger ist für Sie auch in die Praxis, ist, wie macht man das eigentlich, wenn man so ein Nutzerinterface, also eine Webseite meinetwegen, wenn man die anbindet an Datenbanksystemen. Wie mache ich denn das? Ja, prinzipiell gibt es verschiedene Techniken, aber es gibt da auch verschiedene Sicherheitsprobleme, die man angucken muss. Und eins, das nennt sich SQL Injection, SQL Injection, ist unter anderem dafür verantwortlich, dass diese Journalisten immer wieder diese tollen Datensätze bekommen. Also sie können halt jede Woche steht irgendwo was auf Heise oder sonst wo. Hey, wieder User-Datenbank, tralala im Netz. Ja, 100 Millionen Nutzerdaten, tralala, lalala. Das ist nicht immer dieser eine Fehler, aber oft eine Lücke, die viele Leute leider nicht kennen. SQL Injection heißt die und mit der man böse Sachen machen kann. Die will ich Ihnen kurz zeigen, will Ihnen auch zeigen, wie man die Lücke schließt. Weil die ist wirklich super wichtig, da muss man aufpassen. Man kann nicht einfach eine Datenbank ans Web anschließen und alles wird gut, sondern da kann man, man denkt, die Tür ist zu, aber im Grunde ist sie halb offen und jeder kann reinlaufen. Das will man natürlich nicht. Ja, genau, Grundlagen. Gucken wir mal an. Wir gucken jetzt mal an, grafisches Datenmodell, nativ versus relationales Modell und dann Anfragen. Wie machen wir das? Machen wir es mit SQL oder machen wir das mit einer speziellen Sprache, einer Graph-Anfragesprache? Die heißt Cypher, gibt es inzwischen allerdings auch Standardisierungsbemühungen. Da gibt es eine Sprache, die heißt GQL, Graph Query Language, soll jetzt durch eine ISO-Zertifizierung laufen. Das ist aber alles noch nicht in trockenen Tüchern. Fangen wir mal mit diesem Beispiel. Wir machen mal so ein soziales Netzwerk, einen sozialen Graph. Wie könnte der aussehen? Und gucken Sie mal auf die linke Seite. So, also wir haben hier Beispielgraphen, wir haben diese Knoten sollen jetzt Leute bezeichnen, ich habe jetzt mal keine Namen hingeschrieben, damit das ein bisschen hübscher ist, also das könnte Alice sein, das könnte Bob sein, das könnte, weiß ich nicht, Doris sein, das könnte Cecilia sein, wie auch immer. Ja, und das heißt, jeder Knoten steht für eine Person und die Kanten bezeichnen natürlich, wer wen zum Beispiel kennt. Ja, diese Kante sagt A kennt C, A trifft D, C schreibt D, B trifft C und so weiter und so fort. Und Sie waren ja alle in Algodat, hoffe ich, in der Grundvorlesung. Sie wissen, das kann man abbilden durch so eine Adjazenzmatrix. Das ist nicht so ganz wie im relationalen Modell, das ist ein bisschen anders. Ja, aber im Grunde haben Sie so eine Matrix, wo Sie jetzt in Spalten einmal alle Knoten abtragen und in Zeilen alle Knoten abtragen. Und das hat jetzt die Semantik von, das hat die Semantik nach. Das heißt, Sie können den gerichteten Graphen jetzt in so eine Matrix ausrollen und sagen, okay, wenn hier was im Kreuzungspunkt steht, dann heißt das, dass A B kennt. Ich habe die hier nochmal nummeriert, die Knoten zur Sicherheit. Also A0 kennt B1, A0 kennt B1. Das ist genau das Ding, was hier steht. Ne? Das hier ist diese Kante und so weiter und so fort. Ja? Die kann ich jetzt hier entsprechend eintragen. Da das hier ein gerichteter Graph ist, kann natürlich auch, ja, A kennt B, aber B kennt A nicht. Wie auch immer, kann sein. Ja, vielleicht kennt A B aus den Medien oder so. Vielleicht ist das gemeint. Ja, also natürlich können B A kennt, dann müsste jetzt hier an dieser Zelle, müsste jetzt noch ein Eintrag stehen. Also, so rollt man einen Graphen aus, in so ein quasi relationales Modell, ist noch nicht so ganz relational. Diese Art von Tabelle ist ein Spezialfall, den nennt man eine Pivot-Tabelle. Ja, bei so einer Pivot-Tabelle stehen Attribute sowohl in den Spalten als auch in den Zeilen. Und den Zusammenhang, den sieht man so. Im Grunde, was wir relational ja ausdrücken, oder wenn man es relational modellieren würde, könnte man das so machen. Ne? In einer Tabelle könnte man sagen, okay, drei Attribute, ich schreibe hier immerhin von. Ja, ich könnte ja auch einen Schlüssel hinschreiben, ich muss nicht A0 hinschreiben. Ne? Also
wenn die Namen der Knoten Schlüssel sind, kann ich auch die Namen nehmen. Ja, aber wenn ich jetzt hier ein ID-Konzept habe über diese Knoten, ja, das ist jetzt doppelt gemoppelt. Ne? Das würde erreichen, die ID. Ja, könnte ich auch schreiben von 0 nach 1. Wäre auch gut. Ne? Also von nach, ich schreibe von wo nach wo geht die Kante. Und dann sage ich, ja, was hatten die für ein Label? Ja, wie heißt denn die Kante? So könnte ich das zum Beispiel modellieren. Das wäre eine einfache Relation, wie wir sie kennengelernt haben. Und das wird hier jetzt einfach einmal in die Zeilen geschoben, ne? In Spalten in diesem Fall. Also sieht man jetzt, dass man für jeden Knoten eine Spalte hat und eine Zeile und die Kreuzungspunkte sind jetzt die Tupel. Also jedes Tupel, was hier ist, ja, die 5 Tupel, die wir hier haben, wird jetzt in der Pivot-Tabelle erscheinen als ein Kreuzungspunkt. 5 Kreuzungspunkte sind besetzt und diese 4x4, die 16 Tupel, sind die, die potenziell existieren können in so einem Graphen. Das ist der Zusammenhang. Und man kann das auch noch stärker nesten. Es zwingt sie keiner, nur ein Attribut in die Zeilen oder ein Attribut in die Spalten zu schreiben. Das können sie auch mehrere machen. Wir machen aber Nummer 1. Das heißt, Definition kann man so machen: In einer Pivot-Tabelle werden aus einer zugrunde liegenden Relation x, also mindestens ein Attribut in den Spalten, mindestens eins in die Zeilen dargestellt. Am Kreuzungspunkt werden dann auch z, also mindestens ein Attribut des zugrunde liegenden Tupels der Relation dargestellt. Also es zwingt mich keiner, wenn ich hier noch ein zweites Attribut hätte, nicht nur kennt, ja, und dann könnte es noch ein weiteres Attribut hier, wie gut, dann könnte ich das praktisch auch noch irgendwie eintragen. Zum Beispiel die Dicke der Kante könnte sagen, wie stark die Verbindung ist, und das könnte ich hier genauso irgendwie abtragen. Es zwingt mich keiner, hier nur ein Attribut abzutragen, könnte ich auch mehrere machen. In SQL wird das von diversen Systemen unterstützt. Da gibt es einen Befehl Pivot in Postgres, beziehungsweise / Crosstab View, und da kann man auch Pivot-Tabellen mit erzeugen und hin und her konvertieren. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Also falls ich nicht vorher aggregiert habe, ja, dann können in einer Zelle ja potenziell mehrere Tupel auftauchen. Gucken wir uns nochmal den Fall an, wie das hier passieren könnte. Also ich habe hier natürlich wieder so ein tolles Textbuchbeispiel gemacht, wo immer nur eine Kante von einem Knoten zum anderen geht. Ne? Also A trifft D. Aber was ist, wenn denn noch stünde, A kennt D? Wenn das der Fall ist, dann haben wir hier in dieser Tabelle auch noch den Eintrag, also haben wir nicht nur diesen Eintrag, ups, A trifft D, es müsste ja auch, also A, D trifft, hier müsste auch A, D kennt stehen. Ja, das heißt, an diesem Kreuzungspunkt von A nach D müsste trifft, kennt stehen. Also hier sind 2 Einträge, 2 Tupel müssten hier abgetragen werden. Das kann passieren. Und das heißt, Sie müssen gruppieren. Also Sie müssen vorher im Grunde erstmal gruppieren, falls die Tabelle noch nicht gruppiert ist, nach diesen Attributen, die in den Zeilen und in den Spalten stehen. Also hier müsste ich ein Group By auf Group By von Komma nachmachen. Und diese Tupel eigentlich auch gar nicht falten, also keine Summe machen, sondern einfach erstmal mir diese Partition merken, die durch die Gruppierung entstanden ist. Und diese Partition wird dann im Grunde hier eingetragen. Also es ist praktisch wie, wir haben ja, wenn Sie sich bei Aggregation erinnern, ne? Gruppierung partitioniert horizontal und dann mache ich ja für jede Partition bei der Gruppierung eine Ausgabe. Das mache ich hier nicht. Also hier würde ich nur gruppieren, nur partitionieren. Potenziell gibt es für jede Gruppe mehr als ein Tupel. Und alle Tupel, die zu einer Gruppe gehören, das ist eine Gruppe, in jeder Zelle kommt eine Gruppe, muss ich die abtragen. Also kann praktisch können Sie jede horizontale Partition zu einer Zelle zuordnen. Genau. Also es können mehrere Tupel pro Zelle angezeigt werden, beziehungsweise muss man sich dann überlegen, wie man das visualisiert, wann das der Fall ist. Jo, jetzt versuchen wir mal das Ganze ein bisschen in ER zu modellieren. Gibt es 1000 Möglichkeiten, hier ist eine davon. Also links wieder unser Graph. Das ER-Modell dazu könnte so aussehen. Wir haben Knoten, Entitätstyp, wir haben 2 Attribute, eine ID und ein Label, hatten wir eben auch schon. Und dann haben wir den Beziehungstyp zeigen auf rekursiv. Das Ding hat 2 Kanten zum selben Entitätstypen. Das darf man machen. Hatten wir schon in Übung auch das Beispiel. Und das Ding hat noch das Label. Also Beziehungstyp hat als Attribut ein Label. Ich habe das hier mal unterstrichen,
um das als Schlüssel zu markieren, als Teilschlüssel. Das ist grenzwertig. In der reinen Lehre von ER ist das nicht erlaubt, aber wir werden das gleich brauchen, weil wir natürlich, wie bei einem Fall eben, zwischen zwei Knoten können mehrere Kanten sich befinden. Das Beispiel hatten wir eben ja zwischen A und D. Ne? Hier steht noch ein Text dran, das bezeichnet die Rolle. Das heißt, ich habe ja hier dann das Problem, dass dieser Knoten über diesen rekursiven Beziehungstyp verbunden ist. Und da sage ich jetzt noch bei jeder Kante, in welcher Rolle der Knoten in diese Beziehung, in diesen Beziehungstyp reingeht. Also diese Rolle hier von der Kante ist von und diese Rolle von dieser Kante ist nach. Das nennt man Rollen, kann man dran schreiben. Kann man auch für normale Beziehungstypen dran schreiben, wenn es unklar ist. Aber insbesondere bei rekursiven Beziehungstypen macht das extrem viel Sinn. So, das Ding hier setze ich jetzt um in unser relationales Modell. Das heißt, ich habe zwei Relationen. Einmal Knoten, ID, ja, ist der Schlüssel, alles gut, Label. Dann hier Beziehungstyp zeigen auf mit zwei Fremdschlüsseln, ja, jeweils auf Knoten, vor und nach und Label, alles gut. Und hier ist jetzt die Ausprägung für dieses Beispiel oben links, wie das aussehen könnte. Also vier Knoten, die sitzen in dieser Relation. Dann die fünf Kanten, die ich habe, im Beispiel, die sitzen hier, von nach Label. Eine Möglichkeit, das relational modellieren, funktioniert wunderbar, ja, und sieht aus wie eine Adjazenzmatrix. Letztendlich ist das nichts anderes, das gleiche in grün, im relationalen Modell. Das ist der erste Ansatz, wie ich das modellieren kann. Machen wir nochmal einen anderen, und zwar so. Hier habe ich, also hier ist ein Unterschied, hier habe ich zum Beispiel das schon mal nicht Knoten genannt, was eine Notation ist, die jetzt noch sehr an einem Graph hängt, sondern ich habe gesagt, ja, also eigentlich will ich ja Personen mehr modellieren, oder? Dann nenne ich doch mal einen Entitätstyp Personen. Und diese semantisch unterschiedlichen Tätigkeiten, die diese Person, also wie diese Personen miteinander interagieren, die habe ich jetzt nicht mehr einfach wegmodelliert in so ein Label. Das hatten wir hier. Ne? Ich habe immer nur Knoten zeigen auf Knoten. Ja, und dann gibt es ein Label. Ja, okay. Hier habe ich gesagt, nee, also im Grunde mache ich jetzt für jede Art von Interaktion einen eigenen rekursiven Beziehungstyp. Das passiert hier. Also Personen schreiben Personen. Personen kennen Personen. Personen treffen Personen. Also hier in diesem Beispiel gibt es nur diese drei Arten von Interaktion. Und da habe ich jetzt einen eigenen Beziehungstyp rausgemacht. Das ist eine zweite Möglichkeit, das zu modellieren. So, Ton wieder an. Sonst habe ich hier nichts geändert. Und dann habe ich natürlich die Kanten durchpartitioniert letztendlich. Ja, die Einträge verteilen sich jetzt auf diese drei Relationen. Personen sieht genauso aus. Ich habe eine Relation umbenannt, sonst das gleiche in grün wie eben. Was man bei so einer Modellierung muss man natürlich aufpassen, was jetzt passiert, wenn ich sehr, sehr viele unterschiedliche Labels haben kann. Ne? Muss ich mal gucken, aha, ich habe ein neues Label, dann müsste ich eine neue Relation erstellen, sonst funktioniert diese Modellierung nicht. Oder man könnte es sogar hybrid machen. Man sagt, nur die 10 beliebtesten sind in eigenen Relationen und die anderen, das wäre eine Verbindung von Modell 1 und 2, sind in so einer Auffangrelation. Ne? Unbekannt, ne? Könnte man natürlich auch machen. Also da ist alles möglich, dass irgendwie zu modellieren, diesen Graphen. Das ist der zweite Ansatz. Und damit gucken wir nochmal einen dritten Ansatz an. Das habe ich hier gemacht. Also hier habe ich das gleich so gemacht wie eben. Personen kommunizieren mit kennen, treffen. Ich gehe mal zurück, dann sehen Sie das hier. Ne? Schreiben, kennen, treffen. Ich habe das Schreiben habe ich ein bisschen generischer gefasst als kommunizieren mit. Ich habe ja noch gesagt, okay, welches Medium? Also hier habe ich mehrere, hier habe ich Schreiben, Sprechen, WhatsAppen, Signaling oder TikToken oder wie auch immer die Verben dazu heißen. Ja, habe ich hier zusammengefasst. Kommunizieren mit. Also das in der Mitte ist eigentlich das Gleiche. Hier bei Treffen habe ich noch einen Grund dran geschrieben als Attribut. Und dann habe ich das Ganze noch, habe ich noch die Zeit hier reingebracht. Also wann treffen die sich denn? Wenn wir nochmal zurückgehen, das hatten wir hier nicht. Hier gibt es keinen Zeitaspekt. Ich sage nur, wann auch immer die sich getroffen haben, das ist hier nicht modelliert. Und das ist im sozialen Netzwerk, ja, wenn Sie sich überlegen, was Facebook macht oder jede Art WhatsApp, LinkedIn, was auch immer, da ist natürlich ein Zeitstempel dabei und den modelliere ich hier, dass ich sage, okay, Zeitpunkt. Ja. Und das ist dann wieder, nehme ich wieder hier in den Schlüssel auf, deswegen hier diese Konvention, dass ich den Zeitpunkt hier mit
unterstreiche und damit als Teil des Schlüssels nachher habe, wenn ich diesen Beziehungstypen umsetze im relationalen Modell. Ort habe ich auch noch mit reingenommen. Also kennen könnte hier zum Beispiel in der Rolle woher sein. Die haben sich in irgendeinem Ort getroffen. Ja, da kann ein Ort eingetragen sein, muss aber nicht. Oder beziehungsweise bei Treffen könnte ich mir überlegen, wo treffen die sich. Ja, da könnte auch ein Ort, also im Sinne eines physischen Ortes in diesem Fall, gemeint sein. Zeitpunkt ist hier gestrichelt, weil das gleiche ist wie hier. Also eigentlich ist hier gemeint, dass ich hier nochmal rumgehe. Also das ist der gleiche Zeitpunkt, das ist kein Unterschied. So kann ich es auch modellieren. Ja? Dritte Möglichkeit, das zu modellieren. Eigentlich schon die vierte, wenn man diese Hybride nochmal extra zählt, die wir eben hatten. Also was ist der Zwischenstand hier? Für die Modellierung, Speicherung von Graphen ist das relationale Modell perfekt geeignet. Ja? Wir können Graphen auf ganz unterschiedliche Arten in ER bzw. im relationalen Modell modellieren. Ein neues, separates Datenmodell ist nicht notwendig. Braucht man nicht. Ja? Wenn Ihnen jemand erzählt, dass man da ein anderes Datenmodell braucht, alles kompletter Quatsch. Ja? Kann man perfekt machen im relationalen Modell. Damit sind wir beim Zwischenstand. Grafisches Modell, Datenmodell versus relationales Modell. The winner is das relationale Modell. Solange Sie nicht anfragen, ist das also mit der Datenbank okay. Aber das Problem passiert jetzt, wenn Sie Daten anfragen. Da ist SQL jetzt leider nicht der Superhit. Man kann mit einem SQL und relationalen Algebra auch, relationalen Algebra geht es auch, ja, das wird noch hässlicher als ein SQL, kann man so ein grafisches Modell auch anfragen. Aber schön ist das nicht. Schön ist anders. Ja. Und das will ich Ihnen jetzt mal zeigen, wo das Problem ist und warum Leute dann eigene Anfragesprachen entwickelt haben. Da werden wir sehen, schön gut mit dem relationalen Modell, aber Anfragesprachen, da muss man irgendwie anders machen. Und da muss ich ein bisschen ausholen, was SQL da bietet, um überhaupt mal so eine grafische Anfrage zu machen. Da gibt es zum einen das Konzept der Sichten. Das hatten wir schon in dem SQL-Notebook. Ja. Sie definieren im Grunde ein Alias für eine SQL-Anfrage. Da wird nichts ausgeführt, wenn Sie es definieren. Und Sie können diesen Alias benutzen wie eine Tabelle, ja, wie eine Relation. Einfach select star from whatever the name of my alias is. Ja, und dann wird einfach nur diese Definition des Alias da rein kopiert. Hatten wir im SQL-Notebook. Falls Sie nicht daran erinnern, bitte ganz dringend angucken. Damit kann man große Anfragen kleiner machen, übersichtlicher machen, übersichtlicheren Code schreiben. Ja, und die kann man jetzt aber auch noch ein bisschen anders hinschreiben, und zwar mit einem Statement, das heißt with, also mit. Das sind lokale Sichten, die gelten nur im Kontext einer konkreten Anfrage. Also wenn ich Create View schreibe, dann habe ich die ja bekannt gemacht im Datenbanksystem und jeder kann die benutzen. Ich kann aber auch sagen, ich mache mir nur mal so ganz kurzzeitig, temporär definiere ich mir so eine Sicht und die benutze ich dann. Und das mache ich mit with. Also der Unterschied ist der, das hier ist eine normale Sichtendefinition, wie wir es schon gehabt haben. Hier ist der Name. Ja, das benutze ich dann hinter wie eine Relation und die Definition davon ist das hier, also ein Join über zwei Relationen. Und das Ding kann ich jetzt benutzen. Was passiert ist, dieser Text hier wird ja einfach dumm reinkopiert, in Klammern als Nested-Anfrage ausgeführt. Der Optimierer macht irgendwas mit, alles wird gut. Ne? So, jetzt kann ich das aber auch machen als lokale Sicht, also nicht so bekannt geben. Also diese Sicht bleibt bestehen, auch nach der Anfrage, sondern ich kann sagen with foo as und dann kommt die Definition und dann kommt hier nach eine Anfrage, die diese Sicht benutzt. Aber wenn das Ding hier abgefrühstückt ist, die Anfrage bearbeitet wurde, dann gibt es diesen Bezeichner foo nicht mehr. Ja, dann ist nur temporär kurz für diese Anfrage verfügbar. Das mache ich mit with. Also es ist einfach nur eine lokale Sicht. Das ist dann auch schon alles, was man da wissen muss. Genau, was man da auch mitmachen kann, ist, ich kann Spalten benennen. Also ich kann sowas sagen, with foo n, g. Ja, n, g sind die Spaltennamen. Jetzt kann ich hier dann mein Select machen und dann werden diese Spalten entsprechend in der Ausgabe so benannt. Das kann ich auch so machen, dass ich innerhalb der Definition sage Select SN, Select SG und dann kommt, dann heißen die Spalten in der Ausgabe N und G. Die Spalten sind dann benannt. Ja. Wenn ich das nicht benenne, das ist hier der Fall, hier steht weder hier oben noch hier unten steht ein Spaltenname, dann sehe das in Postgres zum Beispiel so aus. Dann sagt Postgres, okay, schön, das ist das Ergebnis, aber ich habe keine Ahnung, wie die Spalten heißen. Ja. Also die Spalten haben im Grunde keinen Namen. Hier könnte man auch eigentlich, wenn man konsequent wäre, könnte man auch null schreiben. Unbekannt, Name unbekannt.
Postgres sagt aber Fragezeichen, Kolumn, Fragezeichen. Also die Spalte hat keinen Namen. Das dazu. Genau, und jetzt gibt es eine Erweiterung dieser lokalen Sicht, die heißt With Recursive. Also es ist eine Art von Rekursion, die folgendermaßen umgesetzt wird. Gucken wir uns erstmal links an. Und es gibt die dann noch in verschiedenen Flavors. Wir kommen da gleich zu. Wir machen jetzt mal 10 Minuten für eine Stunde diesen Ausdruck. Also das Ding heißt jetzt nicht mehr with, so wie hier, sondern hier wird einfach recursive eingeführt. With recursive, foo, wieder der Aliasname. Und dann steht hier eine Aufteilung. Es gibt einen nicht-rekursiven Term und es gibt einen Union und es gibt einen rekursiven Term. Union ist das normale Union, wie Sie es kennen, aus der relationalen Algebra oder aus SQL, hatten wir es ja auch schon. Hier unten wird das Ding dann benutzt. Also hier rufe ich ganz normal wieder diese lokale Sicht auf. Der Algorithmus ist folgendermaßen. Wie wird das Ding umgesetzt? Sie fangen an, nehmen den nicht-rekursiven Term. Was immer der ausgibt an Relation, das ist eine Menge, eine Relation ist ja eine Menge, ja, das wird hier temp zugewiesen, dann wird foo diese Menge zugewiesen und dann machen Sie eine While-Schleife, die so lange läuft, solange temp ungleich der leeren Menge ist, das, solange in temp irgendwas drin ist und dann rufen Sie hier iterativ diesen rekursiven Term mit temp auf, ja, da kommt jetzt wieder was zurück und was immer hier rauskommt, wird jetzt zu foo. Foo ist die Ausgabe hinzugefügt. Ja, das heißt, Sie bauen hier eine Menge. Sie fangen an, wenn Sie den Algorithmus loslaufen lassen, nehmen Sie diese Menge foo, die setzen Sie auf temp. Und jetzt, also machen Sie, also Sie rufen einmal diesen nicht rekursiven Term am Anfang, Initialisierungsterm könnte man ihn vielleicht auch nennen, und dann iterieren Sie über diesen rekursiven Term so lange drüber, solange dieser rekursive Term Ergebnisse zurückliefert. So lange wird diese Iteration ausgeführt. Ja? Wenn, und die Eingabe hiervon ist immer das, was Sie in der letzten Iteration benutzt haben. Gucken wir uns ein Beispiel an im Detail, um zu verstehen, was hier passiert. Also stellen Sie sich folgende Anfrage an. With recursive foo values 1 heißt, gib ein Tupel zurück, das aus einem Attribut besteht und das hat den Attributwert 1, values 1. Das ist der nicht-rekursive Term, das ist der Initialisierungsterm. Dann gibt es hier diesen rekursiven Term, select n plus 1 from foo. Also 1 größer als 1 wäre dann, wenn Sie sich das mit dem aufrufen, würde die 2 rauskommen. Aber auch nur, wenn das n, was reinkommt, kleiner 3 ist. Ja, das ist der rekursive Term und ich habe mir rechts mal ausgerollt, links nochmal den Algorithmus. Also wir fangen so an im Algorithmus hier. Temp ist dieser nicht-rekursive Term, das ist hier. Das ist 1. Ja, das ist dieses eine Tupel mit einem Attribut, was 1 ist. Foo wird auf diesen Wert initialisiert. Jetzt wird dieser rekursive Term gerufen. Also das Foo hier beim ersten Aufruf vom rekursiven Term ist genau das Ding hier. Ne? So, jetzt wird erstmal geguckt from Foo. Okay, denken Sie wieder an die konzeptuelle Ausführungsreihenfolge. From Foo, aha, das ist das Tupel mit der 1 drin. Ist das Ding kleiner 3? Jo, ist es. Können weitermachen. Das heißt, gib n plus 1 raus, das ist 2. Ja, also aus diesem Tupel mit 1 wird die 2. Das wird an foo drangehängt. Das heißt, danach ist in foo 1 und 2 enthalten. Das ist das Ergebnis hiervon. Temp ist weiterhin 2. Ja, das heißt, da temp in, was enthält, ja, wir haben das Ding ist nicht leer, das ist was drin, gehen wir in eine weitere Iteration. Ja, wir rufen jetzt den rekursiven Term mit 2 auf. Was passiert im rekursiven Term mit 2? Ist das Ding kleiner 3? In jedem Fall, alles klar, dann geben wir 2 plus 1 gleich 3 raus. Das passiert an der Stelle, das ist unser neuer Wert von temp, das wird zu foo hinzugefügt und wir gehen in die nächste Runde mit der 3. Ist 3 echt kleiner 3? Nicht wirklich. Also das Ding wird ausgefiltert, wir geben nichts raus. Das heißt, hier kommt die leere Menge raus. Die leere Menge da hinzufügen, könnten wir jetzt auch sparen an der Stelle, macht aber keinen Unterschied. Und wir haben dieses Ergebnis und die Schleife bricht ab. Das heißt, hier wird 1, 2, 3 als Menge ausgeführt. Und ich zeige Ihnen das gerade nochmal im Jupyter Notebook. Das ist das Notebook Graph in SQL, Zelle 20. Da haben wir, vielleicht fangen wir mal vorne ein bisschen an. Also was wir hier machen, wenn Sie das ausführen in Ihrer mit Vagrant VirtualBox, da ist schon ein Datenbanksystem installiert, das heißt Postgres.
da müssen sie nichts machen. Das läuft einfach alles so. Das Notebook läuft direkt durch. Und das ist jetzt nicht so, wie wir es schon mal gemacht haben, dass wir jetzt, dass wir eine Datenbank als Bibliothek benutzen. Mit SQLite haben wir das gemacht. Beziehungsweise hatten wir ja sogar hier oben am Umschaltknopf, hatten wir gesagt, nee, wir haben jetzt ein Notebook, das spricht nicht Python, sondern da spricht SQLite. Machen wir jetzt nicht so. Wir haben jetzt hier über diese Bibliothek, haben wir uns verbunden mit einem Datenbankserver, der in dieser VirtualBox läuft. Da sind die entsprechenden Relationen drin. Da erstellen wir hier mit geeigneten Statements geeignete Tabellen, also hier eine Persons-Tabelle, CreateTable heißt das Statement. Dann haben wir hier über diesen CSV-Reader, machen wir jetzt für jedes Tupel in dieser CSV-Datei, machen wir ein Insert into, das heißt, wir fügen ein neues Tupel ein und so weiter und so fort. Also hier wird einmal das Schema erstellt in der Datenbank und dann kann man damit einfache Anfragen stellen. Also hier wieder das Beispiel für den sozialen Graphen, den wir eben schon hatten, da kriegen Sie, wie wir es schon mal gesehen hatten, dann Anfragen zurück. Aber das wollte ich nicht zeigen. Ich wollte das zeigen mit diesem with recursive. Also das funktioniert hier ohne eine vorhandene Relation, weil ich einfach anfange mit diesem values in Klammern 1 und da kommt halt genau dieses Ergebnis auch raus. Ne? Was wir eben gesehen hatten, 1, 2, 3 zählt er auf, je nachdem wie Sie hier jetzt, was weiß ich, wo Sie abbrechen, kommt dann entsprechend ein anderes Ergebnis heraus. Ja, spielen Sie mal damit rum. Ist ein bisschen schräge Semantik von diesem Statement, aber kann man benutzen, um rekursive Statements zu machen. Und natürlich ist die Idee, wenn wir über Graphen reden, ja, so Traversierungsgeschichten, ja, Dijkstra oder sowas, ja, dass ich immer zum nächsten hüpfe. Ja. Welche Knoten, ich fange mit einem Knoten an, welche anderen Knoten sind davon erreichbar? Ja, boom. Also ich kriege alle Knoten, die mit einem Schritt erreichbar sind. Jetzt muss ich eine Rekursion. Jetzt muss ich, okay, von diesen, welche sind mit dem nächsten Schritt erreichbar? Boom. Ja, und so weiter und so fort. Das ist natürlich die Anwendung, die ich im Hinterkopf habe mit diesem Statement. Wenn wir auf die Folien gehen, das haben wir gemacht. Das ist die Variante mit Union. Und jetzt, wir wissen ja bereits, in der Datenbankwelt gibt es zwar das relationale Modell, alles Mengensemantik, keine Duplikate, alles gut. Aber SQL hat Duplikate. Das ist ein Multimengen. Und diese Multimengen-Semantik kann ich einschalten, indem ich sage Union All an dieser Stelle. Das geht so, das gehen wir einmal durch, das Beispiel. Was passiert bei Union All? Hier fange ich an mit einer Relation, die hat 3 Tupel. Ja, jedes dieser Dinger hier ist ein Tupel, 1, 2, 3. Also ich fange wieder an im Algorithmus, initialisiere meinen Temp-Value damit, foo, also das, was ich zurückgebe, ist in jedem Fall, also was immer hier im nicht-rekursiven Term steht, wird in jedem Fall zurückgegeben. So, jetzt gehe ich in die erste Iteration hier rein und was mache ich damit? Ich nehme alle die echt kleiner 3 sind. Das sind ja nur die Tupel 1 und 2, okay? So, die erhöhe ich jeweils, das heißt, ich gebe zurück 2,3. Das passiert an dieser Stelle durch das n plus 1. Das heißt, temp bekommt das hier zugewiesen, das wird hinzugefügt, aber jetzt wird nicht 2 und 3 sind ja schon drin. Ne? Weil ich diese Multimengen-Semantik habe, wird das einfach drangehängt. Das heißt, an dieses 1, 2, 3, ups, an dieses 1, 2, 3 werden die 2 und die 3 nochmal drangehängt. Ja, das ist jetzt unser aktuelles Zwischenergebnis. Temp war nicht leer. Also nächste Iteration mit dem Wert von temp 2,3. Das gucke ich wieder, ist das echt kleiner 3? Naja, nur die 2 ist echt kleiner 3. Also nur das überlebt, die where clause wird erhöht um 1, ist eine 3. Das heißt, ich gebe hier eine 3 zurück. Ja, diese wird wieder temp zugewiesen, diese wird an foo drangehängt, das heißt, ich hänge hier noch eine 3 dran. So, damit gehe ich wieder in eine Iteration. Rekursiven Term, ist das echt kleiner 3? Nö, ist es nicht. Das heißt, es gibt kein Tupel, was das wer überlebt. Das heißt, es gibt keine Ausgabe. Das heißt, temp ist die leere Menge. Und ja, wie gesagt, das kann ich mir sparen. Kann ich auch eine if-Anfrage rummachen, aber da wird nichts hinzugefügt. Das ist mein Endergebnis. Abbruch der Schleife. Das kommt hier raus. Also in der in Situationen, wo Sie die Duplikate behalten wollen, in diesem Statement können Sie das so benutzen. Und das sieht man dann auch genauso in Postgres hier, exakt die gleiche Anfrage, kommt dann das raus. Dann können Sie halt auch mit rumspielen, weiß ich nicht, wenn Sie hier wieder, ja, kommen entsprechend die
Also im Grunde wird die Liste immer um eins gekürzt von vorne. Das können Sie ja mal ausprobieren. Also meines Wissens, Swiss Recursive, bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, SQLite unterstützt das. Müssen Sie mal gucken. Wir haben grundsätzlich, wir haben SQLite benutzt ja am Anfang. Und ich hatte ja diese Jolle-Analogie gemacht. Postgres ist so viel mächtiger, was den SQL-Sprachdialekt angeht. Ja? Und da kommt man schnell an Grenzen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir wechseln mal auf Postgres. Da ist es so, wie man, wie es gemacht werden sollte. Deswegen an dieser Stelle Postgres. Gut, damit ist es 11. Wir machen wieder eine Pause. 10 Minuten, 10 nach 11 geht es hier weiter. Bis gleich.
Gut, dann machen wir weiter. Ich hatte versprochen, noch zu zeigen, diese interaktiven Paper, die wirklich super sind. Und das ist diese Seite, distill.pub, teilweise auch peer-reviewed. Das ist eigentlich für Machine Learning-Sachen, aber da bietet es sich an, weil ich natürlich da mit den Techniken auch spielen kann. Das ist super gemacht, gucken Sie da mal rein. Also, die publizieren das wirklich als HTML. Da gibt es kein PDF vorher. Und das Tolle daran ist, dass ich dann mit diesen Sachen spielen kann. Also, ich kann ja irgendwelche, ja, ich habe interaktive Elemente. Ups, jetzt bin ich da, da wollte ich gar nicht reinspringen. OpenAI, keine Ahnung, irgendwelche Datensätze, finde mal irgendwas, was ein bisschen interaktiver ist. Ja, also kann ich mir irgendwelche Daten angucken, visualisieren. Also gibt es ganz tolle Beispiele für. Gibt es mal ein interaktives Element? Ich suche noch. Gucken wir uns mal ein anderes Papier an. Was gibt es denn hier noch so? Threat Differential Systems. Ich habe den ersten Artikel, den die veröffentlicht hatten, war auch der Hammer. Ah, das ist, glaube ich, das Ding. Hatte ich mal gesehen. Richtig, ja. Also, wie eine bestimmte Art von Netzwerk. Ja, da war noch irgendwo ein Teil, wo man. Ja, genau. Hier so interaktive Elemente, ne? Was natürlich mit normalem Papier nicht geht. Zum Beispiel kann man sehen, wo was auf was abgebildet wird. Also großartig, und das ist die Zukunft des Veröffentlichens. Es gibt bei der Wissenschaftswelt viele Wissen, viele Widerstände von diesen. Ich weiß nicht, wer diese PDFs überhaupt noch ausdruckt, ne? Aber es gibt überhaupt keine. Es gibt keinen Grund, das bei PDFs zu lernen. PDF ist ein tolles Format, ja, aber für Interaktivität können Sie das in der Pfeife rauchen. Und da sind einfach diese Webtechnologien tausendmal besser. Da kommt gerade die Frage, sind solche interaktiven Paper auch für Bachelorarbeiten erlaubt? Beziehungsweise, ja, ich fände es großartig. Ich weiß es nicht, was da unsere Prüfungsordnung hergibt, aber es wäre großartig, das zu machen, weil es ist einfach dem so sehr überlegen. Also auch die Frage, kann man nicht ein Jupyter-Notebook einfach abgeben? Ja, müssten wir mal klären, ne? Aber das wäre so ein Schritt in diese Richtung. Ja, das war die eine Frage, die ich noch klären wollte. Dann das andere kam gerade, Klausuren. Wie machen wir das? Wir machen die Klausur online in dieser Vorlesung. Das haben wir letztes Wintersemester auch schon gemacht und das sieht dann ungefähr so aus. Also was wir machen ist, jeder von Ihnen bekommt eine andere Klausur. Jeder. Das heißt, die Fragen sind die gleichen, aber Sie werden sehen, wir haben bestimmte Konstanten geändert, wir haben die Problemstellung leicht variiert, sodass jeder von Ihnen ein bisschen was anderes rechnen muss. Das wird so funktionieren. Sie laden sich von einer unserer Webseiten, das erklären wir noch genau, Ihre Klausur runter und dann haben Sie 2,5 Stunden Zeit. Nicht nur 2 Stunden, also die 2 Stunden ist normale Klausurzeit, in einer halben Stunde nochmal extra, falls technisch irgendwas in die Wege kommt. Aber Sie machen diese Klausur alleine. Sie müssen auch unterschreiben, dass Sie zusichern, dass Sie das alleine gemacht haben. Und Sie haben eine halbe Stunde Zeit, falls Sie irgendwas handschriftlich geschrieben haben oder das auf verschiedene Dokumente aufgeteilt werden haben, das wieder zusammenzubauen zu einem PDF. Das heißt, Sie laden einmal ein PDF runter und Sie müssen uns ein PDF mit Ihren Lösungen hochladen und das wird dann bewertet. So machen wir die Online-Klausur. Die Fragen werden sich natürlich orientieren, wie überall sonst auch, an den Fragen, an den Übungsaufgaben. Ja, es wird sehr nah dran sein, ja, auch in dieser Vorlesung. Also wenn Sie die Übungen gut gemacht haben, dann haben Sie eine hohe Bestehenswahrscheinlichkeit für die Klausur. Ja, so machen wir das. Die Details folgen noch, wie das im Einzelnen funktioniert. Aber im Grunde kriegt jeder von Ihnen eine individuelle Klausur zugeschickt. Gibt es da Fragen zu? Das können wir da kurz drüber reden. Nö, gut, können wir aber auch noch nach der Folge drüber reden, können Sie auf was aber kommen, wenn Sie Fragen haben. So, wir waren bei Union All. Schaut mal zurück auf die Folie. Also das ist in der, wenn Sie Duplikate haben, können Sie Union All benutzen. Und wir werden jetzt Notebook angeguckt. Das können Sie sich gerne nochmal im Detail auch ein bisschen mehr angucken. Warte mal, ich habe ja noch. Also hier ist noch, auch nochmal für andere Beispiele, wie man zum Beispiel einen Präzedenzgrafen, hatten wir ja, als wir über Isolation gesprochen haben, könnte man auch mal damit
angucken, wie man den traversiert, haben wir hier mal ausgerollt. Und dann sehen Sie einfach, wenn Sie das ohne bis recursive machen, dann müssen Sie immer noch einen Join dran machen. Also müssen ja für jede Iteration ist praktisch wie ein Join in diesem Graphen. Dann können Sie hier immer mehr Join-Bedingungen dran schreiben, wie sie lustig sind. Und diese Ausdrücke werden dann natürlich immer unleserlicher. Ja, für jede Iteration einen weiteren Join dran schreiben. Und das ersparen Sie sich, wenn Sie natürlich sowas wie with recursive haben. Wir haben es irgendwo ganz am unten steht dann, wie man es dann mit with recursive hinschreibt. Das ist dann das. Also das meiste ist hier nur Kommentar, SQL-Kommentar. Im Grunde haben Sie dann wieder so eine Startbedingung. Und dann haben Sie hier diese Iteration, die hier drin steht, also einen rekursiven Term, und damit können Sie dann den Graphen beliebig traversieren. Sie können auch natürlich festlegen, wie viele Iterationsschritte Sie machen wollen und so weiter und so fort. Gut, aber wir gucken jetzt noch mal ein bisschen in Richtung Anfragesprachen. Ne? Also SQL, man kann es machen, das ist die Message hier, aber schön ist es nicht. Man kann mit with recursive diese Graph-Traversierung, Rekursion ausdrücken. Für sehr einfache SQL, für sehr einfache Anfragen ist das durchaus geeignet, aber das wird sehr schnell hässlich. Das ist nicht so nicht so richtig schön lesbar, das kann man besser machen. Und das ist die Frage, was sind die Alternativen? Da gibt es ziemlich viele Vorschläge und da ist noch viel im Fluss. Ein Vorschlag ist die Sprache Cypher von einem System, das heißt Neo4j. Neo4j ist eine spezialisierte Graph-Datenbank, die halt gesagt haben, okay, wir fangen von vorne an. Nö, wir machen da alles neu. Wir schmeißen das alles weg, was da im relationalen Datenbanksystem drin ist. Das ist keine gute Idee, das so zu machen. Viele Systeme machen das, fangen halt von null an. Jetzt hat man natürlich auch die Freiheit, nochmal alles ändern zu können. Das ist okay, aber man verliert natürlich auch die ganzen Features. Was mit Neo4j aber auch kommt, ist eine sehr schöne Anfragesprache, wie ich finde, Cypher. Das ist recht übersichtlich. Und gibt es jede Menge Material, Tutorials, können Sie sich mal angucken. Hier gibt es ein Papier dazu. Dieses System Neo4j können Sie sich auch mal angucken. Wir haben das hier auch installiert in der VirtualBox. Werden wir gleich benutzen. Das ist Open Source, gibt es aber auch in kommerziell. Und ja, was ist das jetzt, wie ist das mit dem Schema? Gucken wir uns erstmal an, was das für das Schema bedeutet. Wenn Sie jetzt so einen Graphen haben, dann setzt man das oben auf eine Art graphartiges Schema, aber es hat nicht so viele Constraints, wie man das jetzt erwarten würde. Also man kann Sachen einschränken, aber auch nicht alles, was man unbedingt will. Also man kann Knoten und Kanten typisieren. Man kann sagen, dass ein bestimmtes Attribut existieren muss. Es gibt Schlüssel über Attribute, aber dann hört es auch schon sehr schnell auf. Also hier sieht so ein Schema aus, also die Edge-Type, Schreibt gibt es hier, es gibt Trift, man kann ja noch ein Wann dran schreiben und dass es eine Domäne, Timestamp ist und so weiter und so fort. Man kann Typen von Knoten definieren, also ein lockeres, quasi relationales Schema kann man hier definieren, aber das hört sehr schnell auf. Also wenn es komplexer wird, dann kommt man nicht so weiter. Aber wir gucken uns mal die Anfragesprache so ein bisschen an, um eine Idee zu bekommen, wie das Ding aussieht. Wir fangen an mit Match und Return. Also wir nehmen an, es gibt Knoten vom Typ Person und es gibt Kanten der Typen Writes, Meets und Knows. Das ist hier vorhanden in diesem Graphen. Und dann kann ich so ein Statement abfeuern, Cypher, und das heißt, ich will alle Knoten haben vom Typ Person. Also ich habe die Einschränkung gemacht durch dieses Doppelpunkt Person und ich will zurückgeben, diese Attribute, also die Node-ID, also Punktnotation, das ist der Knoten, der matcht, dann die Node-ID und die nenne ich auch Node-ID, also eine S-Syntax, wie wir sie aus SQL kennen, beziehungsweise den Namen des Knotens einfach nur als Name. Und dann sieht das Ergebnis so aus. Also im Grunde entspricht dieses Match eine Art From in SQL. Also hier sage ich, was ich denn haben will, ja, wenn man sagt, Person ist eine Art Relation. Und das, was hier mit Return genannt wird und definiert, wie die Ausgabe aussieht, ist eigentlich das, was wir mit dem Select machen im SQL. Ja. Diese Klammer, das ist die sogenannte ASCII-Anfragesyntax für einen Knoten. Da kommen wir gleich noch ein bisschen im Detail drauf. Also das ist mal die einfachste Art. Sie machen also wie ein Select Star from Table im Grunde, ist das die Anfrage hier. Das korrespondierende Statement in Cypher. Dann gibt es diese ASCII-Anfragesyntax. Da kann ich praktisch definieren, wie das Muster aussieht zwischen zwei Knoten in meinem Graphen. Und da ist so ein Pfeil hier eingebaut.
Ja, also gib all das hier, dieses Statement heißt, gib mir alle Kanten zurück vom Typ knows. Ja, das ist hier wieder diese Typisierungssyntax mit Doppelpunkt. Und die Richtung der Kante wird dabei berücksichtigt. Das würde auf unserem Graphen so aussehen. A kennt C, A kennt B. Das kann ich auch machen, indem ich das nicht berücksichtige. Ja, das kann ich auch ignorieren. Also hier steht dieses Größer-Symbol nicht. Hier ist die Richtung egal. Damit wird dann natürlich jede matchende Kante zweimal ausgegeben. Also ich habe hier A kennt C, kriege ich hier unten nochmal. Und A kennt B kriege ich da unten nochmal, weil die Richtung der Kante in diesem Fall ignoriert wird. Wir haben natürlich eigentlich einen gerichteten Graph, aber wenn ich die Anfrage so stelle, wird das ignoriert. Also das ist die Anfragesyntax, die so ein bisschen versucht, in ASCII zu malen, wie denn dieses Graphmuster aussieht, wo denn mein Pfeil zeigt, in welche Richtung. This ist auch aus SQL inspiriert, das ist sehr ähnlich zu SQL, da kann ich eine lokale Sicht definieren. Also mit sowas kann ich zum Beispiel sagen, ich will alle Zyklen haben bis maximaler Länge 6. Ja, das definiere ich hier oben durch diese Syntax. Nodes extrahiert dann aus jedem mit Match selektierten Pfad die enthaltenen Knoten als Liste. Und diese kann ich wieder referenzieren durch so eine Array-Syntax. Vielleicht gehen wir mal aufs Notebook an der Stelle. Genau, da kommt auch schon die Folie. Das hier aussieht im Notebook. Wo ist es denn? Also gibt es Graphs in Cypher, auch wieder auf unserer Webseite herunterladbar. Hier wird, wie gesagt, Neo4j. Alles schon vorkonfiguriert. Also die Instanz von Neo4j läuft da in der Virtual Machine. Hier werden die entsprechenden, ähnlich wie bei der Datenbank, werden die entsprechenden datengeladenes Schema definiert, das Graphschema, die Daten geladen, das passiert hier. Hier haben wir das einmal gemacht für das soziale Netzwerk, dann haben wir es einmal gemacht für diesen Präzedenzgraphen aus der Isolation-Welt. Und dann kann man hier Anfragen schicken. Hier hatten wir noch als Überbleibsel so ein Close-Statement, was man SQL macht, das funktioniert seit neuestem nicht mehr in Neo4j. Also was sie machen ist, sie schicken hier das Statement einfach dahin, das ist das von der Folie, kriegen das zurück, was ich eben schon gezeigt habe, beziehungsweise hier, das ist das Beispiel mit File oder ohne File, wenn wir File wegmachen, kommen halt die Duplikate raus und so weiter und so fort. Können Sie sich mal angucken, ein bisschen mit rumspielen, alles andere Syntax. Die wesentliche Message ist, das ist schon besser zu lesen als SQL with Recursive. Ja, also das ist viel näher dran an der eigentlichen Struktur so eines Graphen. Was muss man darüber noch kennen? Also hier sieht man auch wieder, wir haben hier mit einer Bibliothek gemalt, wo man dann den Graphen auch durch die Gegend ziehen kann. Das ist wieder auch was für Datenjournalismus, wo man so Graphen zeigt. Ne? Kann man jetzt hier die Graphen größer, kleiner machen, da reinzoomen und so weiter und so fort. Das ist auch das, was mit einer statischen Sicht natürlich nicht geht. Ja, viel mehr will ich davon eigentlich nicht zeigen. Verschiedene Shortest Path Algorithmen kann man hier implementieren. Gucken Sie sich das mal an. Also das ist eine Sprache, die einfach näher dran ist an dem Graphen. Genau. Ja, damit zurück zur Folie. Also Zwischenstand ist bei diesen Anfragen an Graphen in SQL versus Cypher. Das ist in jedem Fall Cypher der Gewinner. Cypher ist hier eine viel geeignetere Sprache als SQL das ist. Also wir haben beim Datenmodell, das Ergebnis gab es, relationale Modell ist besser, aber bei den Sprachen ist Cypher der Gewinner. Und wenn man jetzt, und hier sieht man jetzt etwas, was ganz oft passiert, oder was ganz oft passiert ist in der Geschichte von Datenbanksystemen, dass man gesehen hat, okay, ich habe ein super tolles neues Datenmodell. Ne? XML, Objekte, Graphen, Bilder, was auch immer Sie sich ausdenken. Und dann gibt es sehr oft die Tendenz, dass Leute anfangen, ein neues Datenbanksystem zu entwickeln. Die bauen eine komplette neue Engine. Also das habe ich hier versucht zu visualisieren. Ja? Also das ist hier praktisch das, was man typischerweise sieht, hier im Beispiel von so einer Graph-Datenbank, dass man sagt, okay,
Ich habe diese ganze Anfrage- und Datenbanklogik habe ich neu erfunden, komplett neu implementiert. Also auch das ganze Transaktionszeug, ja, Isolation, Nebenläufigkeit, Anfrageoptimierung, um Gottes Willen. Ja, bis sie sowas mal implementiert haben, das wird oft neu erfunden. Und es wird dann oft so gemacht, dass man nur sehr, sehr rudimentär diese ganzen Sachen implementiert, weil es natürlich ein wahnsinniger Aufwand ist. Ja. Und das heißt, dass diese Systeme oft sehr eingeschränkt sind auf einen speziellen Use Case und dass man sie sehr leicht an die Wand fahren kann, wenn es ein bisschen komplexer wird, ja, weil man einfach einen sehr einfachen Anfrageoptimierer hat, weil man starke Kompromisse gemacht hat bei Transaktionen, wenn es die dann überhaupt gibt. Also oft werden Transaktionen gar nicht mehr unterstützt und viele andere Sachen wie Recovery, Durability werden nicht vernünftig unterstützt. Das heißt, man baut das ganze Ding nach, macht einen irren Aufwand, macht alles neu. Das kann auch viele Vorteile haben, alles schlanker und so weiter und so fort. Man packt oben dann eine neue domänenspezifische Sprache drauf, in diesem Fall Cypher, und hat dann ein schlankes System, was einen Use Case vielleicht ganz okay unterstützt, aber was sehr schnell an die Wand gefahren werden kann. Und das Problem ist natürlich jetzt auch, was ist denn, wenn Sie grafische Daten zusammen mit relationalen Daten verwalten wollen in einem System? Was machen Sie dann? Nehmen Sie dann zwei Systeme, ein spezialisiertes Graf-Datensystem und eine relationale Datenbank. Wie wollen Sie die miteinander verbinden? Über irgendeine Applikation? Wenn Sie den Graph anfragen, gehen Sie auf die Graph-Datenbank. Wenn Sie die Relation anfragen, gehen Sie auf die Relational-Datenbank und in Applikationen friemeln Sie das irgendwie zusammen. Das ist alles totaler Mist. Ja? Deswegen ist der bessere Ansatz immer der, bei allen Datenmodellen dieser Welt, die Sie sich vorstellen können, weil da mache ich auch eine Wette auf die Zukunft, Sie können das immer auf ein relationales Modell abbilden. Also der bessere Ansatz ist, vom Software, der Softwarearchitektur her, immer zu sagen, okay, ich nehme ein relationales Datenbanksystem. Und da setze ich eine weitere Sprache obendrauf. Ja, also eigentlich muss ich nur diesen Compiler-Teil integrieren, ja, wie Parser, das Ding wird gelesen, wird irgendwie übersetzt. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht lohnt es sich an der Stelle doch nochmal das iPad anzumachen. Also hier gibt es jetzt verschiedene Warum mache ich denn jetzt mein iPad an? Das mache ich so an. Genau. Also wenn man diese Grafik, die wir oben hatten, warte mal, ich kann die noch mal ein bisschen erweitern. Ich blätter die mal oben rechts ein. Also wir haben dieses eine Extrem, dass wir sagen, wir machen im Grunde das Ding alles neu. Das ist das, was, schreiben wir drin, alles neu. Ja, und jetzt gibt es dieses andere Extrem. Ich versuche, Sachen wieder zu verwenden. Ja, versuche das irgendwie in ein existierendes Datenbanksystem zu integrieren. Also zumindest mal diesen ganzen Teil, wo Daten abgelegt werden, wo Constraints überprüft werden, wo ich transaktionales Zeugs habe und so weiter und so fort. Also ich versuche möglichst viel wiederzuverwenden und das nenne ich mal alt. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Und das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie ich Zugriff habe auf ein Datenbanksystem. Also nehmen wir mal den Fall an, ich habe Zugriff auf den Source-Code eines Datenbanksystems, wie das bei Postgres jetzt der Fall wäre und bei anderen Open-Source-Systemen auch. Also nehmen wir mal an, wir sind hier Open-Source irgendwie. Ich habe Zugriff auf das Zeug. Naja, dann kann ich ja mir was überlegen, was ein Compiler schreibt, der Cypher nimmt. Ja, der kompiliert das, optimiert es. Also im Grunde brauche ich einen Anfrage-Optimierer, Query-Opt, und der das in geeignete Pläne übersetzt, die mein System ausführen kann. Also dieses Datenbanksystem, Open Source Datenbanksystem, hat ja irgendwie intern, baut es einen Plan, hat es eine physische Algebra und kann ich versuchen, das mit diesem Anfrageoptimierer zu übersetzen. Ich sage, hier ist mein Plan. Also der wirft also einen Plan aus, den dieses System versteht. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Und es wurde auch oft gemacht. XML ist ein gutes Beispiel dafür. Da gab es eine Anfragesprache, die hieß XQuery, benutzt heute kein Mensch mehr, aus guten Gründen. XQuery, XParse ist ein bisschen beliebter, also XParse. Aber da hat man im Grunde das gemacht, ja, gab es Forschungspapiere zu, die gezeigt haben, hallo nach Tübingen an dieser Stelle, die gezeigt haben, hey, wir brauchen kein spezialisiertes XQuery XML-System, wir können einfach einen Compiler oben drauf setzen, Anfrageoptimierer, der übersetzt das in geeignete Pläne, beziehungsweise, was man auch machen kann, das ist ein anderer Weg, dass man sagt, ich mache das hier mal weg wieder. Also hier in dieser Welt mit dem Plan habe ich natürlich größere Freiheitsgrade, weil ich kann dem System einen Plan unterjubeln. Ich kann aber auch sagen, hey,
da fehlt mir ein Operator. Da entwickle ich noch einen weiteren physischen Operator, den ich brauche, um diese Graphsemantik weiter besser umsetzen zu können. Also das ist durchaus möglich. Da habe ich hier große Freiheitsgrade. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Option, die funktionieren kann, wenn ich ein System habe, was halt nicht Open Source ist, was Closed Source ist. Und selbst dann kann es Sinn machen, darüber nachzudenken, was ich mache. Also ich habe hier wieder, ich nenne es mal ein Altsystem, altes DBMS, schreiben wir mal hin, damit das vielleicht ein bisschen klarer wird. Altes DBMS, das ist aber Closed Source, das heißt, ich habe keine Interface-Möglichkeit außer SQL im schlimmsten Fall. Das heißt, ich muss eigentlich einen Compiler schreiben, der, also ist ähnlich wie der Pfeil in der Mitte, ja, der muss jetzt aber übersetzen nach SQL. Ja, weil ich muss ein SQL ausspucken, was dieses System verstehen kann. Und das, auch das ist möglich. Auch da kann man sehr, sehr weit mitkommen mit diesem Ansatz. Ja, das hat dann oft Grenzen. Also gerade wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, bestimmte Sachen auszudrücken. Also wir haben ja jetzt auch über eine Ebene geredet, da ging es ja mehr um Schönheit der Anfrage. Aber mit diesem Whisper Cursive kann ich letztendlich ja auch sehr, sehr viele Graph-Anfragen und Algorithmen ausdrücken. Ja, also wenn ich ein System habe, einen Compiler, der mir zum Beispiel diese schöne Syntax in Cypher, gehen wir mal zurück, ja, wir hatten es ja hier, der mir genau so eine Syntax hier ja, das ist ja nur eine Anfrage an die Kanten. Ne? Aber wenn ich jetzt eine Iteration habe, zum Beispiel, ich glaube, wir hatten hier das Beispiel. Ne? Genau, also hier wird ja alle Zyklen bis maximal Länge 6 zurück. Wenn ich das umsetze in so eine With-SQL-Statement, habe ich ja gewonnen. Ne? Also ich sage einfach, okay, ich verstecke dieses With-Recursive unter einem Compiler, sodass der Nutzer nicht mehr sieht. Ja? Und wenn dadurch kein Performance-Problem entsteht, dann ja, habe ich das Problem ja genauso gelöst. Ne? Das heißt, was in der Praxis immer passiert, und das ist gleichzeitig eine Zeitleiste, ich schalte nochmal hier zurück, was man oft sieht bei jeder Art von neuem Datenmodell, sei es JSON, XML, Objekte, was auch immer, ja, passiert immer Folgendes, und das können Sie an den Systemen ablesen, die da draußen so rumschwirren, also gerade im Bereich NoSQL. Es wird immer meist versucht, unglücklicherweise wird immer versucht, das Rad komplett neu zu entwickeln. Das heißt, es wird ein komplett neues System entwickelt, was jetzt meinetwegen JSON ganz toll unterstützt. Ja. Dann fängt man an zu merken, oh Moment, also so unterschiedlich ist es ja nicht. Wir können doch ein relationales System unten drunter flanschen und einfach diesen Query Optimizer Teil bauen. Das ist eine Option, die dann gewählt wird. Manchmal wird auch diese zweite gewählt. Das hängt so ein bisschen an der ein Modell an der Sprache, die man unterstützen will. Aber typischerweise ist das dann immer, also dieser zweite Ansatz, das ist dann immer das, was letztendlich zukunftsfähig ist, wo man sieht in der Forschung, ja, es funktioniert. Und dann kommen die Hersteller und bauen das Zeugs ein. Ja, also das passiert gerade zum Beispiel für Blockchain-Technologie. Ja, wir haben zum Beispiel Projekte, die machen sogenannte Permission-Blockchain-Systeme. Das wird jetzt, diese Technologien werden jetzt immer mehr eingebaut von Datenbankherstellern, weil sie sehen, hey, das ist, Datenbanksystem kann 99% von dem Zeug und das 1% können wir noch drauflanschen. Oder dass man sieht, gibt es auch Datenbankhersteller, die jetzt sagen, ja, SQL, okay, wir können ja eigentlich dem Nutzer erlauben, SQL mit einer Graphsprache zu mischen. Ja, die haben vor 10 Jahren haben sie den Nutzern erlaubt, SQL mit einer XML-Anfragesprache zu mischen. Aber unten drunter sitzt immer noch diese relationale Ablage, relationales Modell. Nur die Sprache wird erweitert, aufgebaut, dass sie mächtiger und schöner ist. Und das ist die große, also das Big Picture auf die Historie oder auf die Entwicklung von Datenbanksystemen. Und für Sie gilt es einfach so ein bisschen aufzupassen jetzt, wenn Sie in einer, also es gibt leider immer Leute, die sagen, hey, ich brauche so ein Graph-Datenbanksystem, ich brauche Neo4j, ja, das ist alles toll und gut, aber denken Sie immer daran, was ist, wenn ich auch normale Relationen verwalten muss, was ist, wenn Sie wirklich mal skalieren müssen mit dem System, ja, wenn Sie die Features brauchen, die halt ein relationales Datenbanksystem liefert, da sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie ein relationales System benutzen, was halt auch Cypher, was halt auch diese extra Features unterstützt. Das ist immer der bessere Weg. Amen, genau. So, dazu. Jetzt sind wir schon fast durch mit der Vorlesung. Genau, wo waren wir denn? Ja,
nächstes Mal, das war es schon für heute, war ich heute zu schnell. Also nächstes Mal machen wir den Transfer der Grundlagen auf die konkrete Anwendung. Gehen wir da noch ein bisschen mehr rein. Wie gesagt, ich zeige dir noch ein bisschen was zur Sicherheit insbesondere von diesen Frontends, wie man das macht. Also hier vielleicht nochmal, wir können nochmal diese eine, wo war meine andere, ja genau, hier. Also wenn Sie sowas haben zum Beispiel, ja, es ist eine Webseite, die wird ausgeliefert an, weiß ich nicht, wie viele 100.000 Leute, Viewer das haben. Da wollen Sie ganz sicher gehen, dass es keine Lücke gibt, über die der Nutzer einbrechen kann in Ihre IT, in Ihre Datenbankwelt. Ja. Das heißt, natürlich ist es, also hier bei solchen Seiten ist die offensichtliche Lösung, dass Sie das komplett trennen. Vielleicht doch nochmal ein bisschen iPad-Zeit. Also, dass Sie sagen, das will ich nicht anzeigen, dass Sie sagen, okay, Sie haben natürlich hier eine Datenbank, also das ist ja eigentlich die Grundproblematik, dass Sie sagen, gehen Sie da nicht, jetzt kann ich die Farbe nicht ändern, jetzt kann ich sie ändern, okay, dass Sie sagen, Sie haben ja eigentlich hier da unten diese Datenbank, ja, das ist meine Datenbank, so, die wollen Sie irgendwie, wollen Sie die Daten jetzt zur Verfügung stellen über eine Webseite, so, Seite. So, was ist das Erste, was Sie machen, ist, Sie denken über Sicherheitsprobleme nach, nicht über Performance. Und da merken Sie, ja, kann ich denn wirklich sicherstellen, dass über diesen Pfeil niemand in meine Datenbank einbrechen kann? Also insbesondere, wenn die Datenbank Daten enthält, die Sie halt nicht öffentlich machen wollen. Und da ist das beste Mittel, ist einfach, dass Sie sagen, nee, alles, was hier drin ist, das und was Sie öffentlich machen wollen, das extrahieren Sie in ein neues System, also ein Datenbankstrich sozusagen, also nur der Teil, der wirklich veröffentlicht werden soll, der wird einmal kopiert, wird hier einmal rüber kopiert und darüber wird dann die Webseite aufgebaut. Ja, das heißt, selbst wenn hier jetzt jemand einbricht über diesen Pfeil, hat er keine Chance, hier rüber zurückzukommen auf Ihre Datenbank mit möglicherweise sensiblen Daten. Also das ist erstmal die Grundregel, um Daten zur Verfügung zu stellen. Eine extra Datenbank, wo nur das drin ist, wenn das Ding irgendwie liegt, alles egal. Ja, weil Sie haben die Daten, Sie haben wirklich verhindert, dass jemand Zugriff bekommt hier auf diesen Fall, ne, und da irgendwie einbricht in Ihre Produktivdatenbank. Das ist so die erste Möglichkeit, die man machen kann. Die zweite Möglichkeit, es geht natürlich nicht immer. Ne? Also gerade wenn Sie jetzt ein System haben, stellen Sie sich vor, Sie wollen, was weiß ich, irgendwelche Tickets buchen. Ja, irgendwas ist eine Webseite, wo Sie Tickets buchen wollen. Also wir sind hier wieder in so einer Situation. Ups, was habe ich jetzt geschrieben? BD, nee, DB. DB. Und hier haben Sie wieder Ihre Webseite. Und hier sollen irgendwelche Tickets gebucht werden. Ja, das heißt, hier ist ja irgendwie ein Nutzer. Machen wir mal einen Nutzer darüber. Ja, der redet mit der Webseite. Der gibt da seine Daten ein, Name, Adresse und so weiter. Und es wird irgendwie abgelegt in der Datenbank. Jetzt können Sie jetzt ja nicht die Daten so einfach mal trennen von dem Web, weil der muss ja die Daten, Sie müssen ja, die Applikation muss ja verstehen, gibt es diesen Nutzer schon? Ja, was hat er schon gebucht? Ist der kreditwürdig und so weiter? Habe ich seine Kreditkartennummer schon oder auch nicht? Muss er das nochmal eingeben? Also da geht dieses, was wir eben hatten, dass Sie einfach das einmal kopieren und dann diese Webseite das wieder. Also diese Webseite, also dieser ganze Bereich abgetrennt ist von den sensiblen Daten, das geht an der Stelle nicht. Ja? Das heißt, hier muss man was anderes machen. Hier, muss man tatsächlich dafür sorgen, dass über diesen Link nicht eingebrochen werden kann in die Datenbank. Und damit, oder noch Schlimmeres, ja? Was ist denn, wenn ich über die Datenbank einbrechen kann in andere Bereiche der IT, ja, kommen Sie in Teufels Küche. Aber wir werden nächste Woche hingucken, wie verhindere ich denn, dass ich über so einen Link einbrechen kann in die Datenbank und möglicherweise Sachen angucke oder sogar modifiziere, die ich eigentlich nicht angucken sollte, wenn ich modifizieren sollte. Das machen wir nächste Woche. Ja, okay, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen für das Thema Datenjournalismus und Visualisierung, was man da also treiben kann, begeistern. Wir sehen uns nächste Woche wieder um 10.15 Uhr an derselben Stelle. Bis dahin bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bis dann.